wir wollen euch im Namen der Menschen situace vzniklém sovětských vojsk do Československa. Mit dieser berühmten Parole der großen Oktoberrevolution wenden wir uns an alle kommunistischen und Arbeiterparteien der Welt, an alle Einwohner aller Länder, die dafür kämpfen, dass sich die Menschheit vor Kriegen und Aggressionen befreit, dass sie auf dem historischen Wege zum Sozialismus schreitet. Wir wenden uns an alle, die uns hören, mit diesem Aufruf. Teure Freunde, in der CSSR gibt es keine Konterrevolution. Die Interessen des Sozialismus wurden in unserem Lande durch nichts gefährdet, sodass es keinen Grund zur Intervention gibt. Wir sind ein schwacher Sender und wissen nicht, wie weit unsere Stimme hörbar ist. Aber trotzdem wenden wir uns an jeden und alle mit der Bitte und dem Aufruf. Unterstützt die Souveränität der tschechoslowakischen Sozialistischen Republik. Helft unserer Heimat, die Selbstständigkeit zu bewahren. Steht uns bei, wenn wir ihren Weg zur Humanität und wirklich demokratischen Sozialismus bewahren wollen. Der tschechoslowakische Rundfunk in Pilsen. Sie hören die Auslandssendung des tschechoslowakischen Rundfunks. Wir kommen abwechselnd in deutscher, englischer, französischer und italienischer Sprache, um Ihnen über die Entwicklung in diesem Lande zu berichten. Bleiben Sie am Empfänger. Hier spricht Prag. Heute um 11.18 Uhr begann in der tschechoslowakischen Hauptstadt der 14. außerordentliche Parteitag der Kommunistischen Partei der Tschechoslowakei. Nach den letzten Nachrichten waren 934 Delegierte anwesend, wodurch die Bedingungen zu seiner Beschlussfähigkeit gegeben sind. Weitere Delegierte kommen dauernd an. Aus der Slowakei sind nur wenige Vertreter anwesend, da die aus Bratislava zum Parteitag reisende Gruppe von den Besatzungseinheiten bei Břeclav aufgehalten wurde. Im Augenblick erörtern die Delegierten das Programm des Parteitages und Zdeněk Hejzlár, der kürzlich zum Generaldirektor des tschechoslowakischen Rundfunks ernannt worden war, legt einen Antrag vor auf Beurteilung der politischen Lage. Der Parteitag wurde nach einer geheimen Kontrolle der Mandate aller Anwesenden legal eröffnet. Die tschechoslowakische Regierung trat heute zu einer außerordentlichen Sitzung zusammen, bei der die Ministerin der Konsumgüterindustrie Božena Macháčová-Dostálová den Vorsitz führte. Die Regierung beschloss, auf dem Abzug der Besatzungstruppen zu bestehen und fordert ferner offizielle Verhandlungen mit den Kommandanten der Besatzungstruppen. Bei diesen Verhandlungen will die Regierung die Einführung von Gewaltakten gegen die Bevölkerung erwirken und ferner Kontakte mit allen Informationsmitteln und Organen der örtlichen Selbstverwaltung, die Wiederherstellung der Rechtsbefugnisse der Nationalausschüsse und die Freigabe der internierten Regierungsmitglieder fordern. Die Regierung fordert ferner die Wiederaufnahme der Leitungsfähigkeiten durch die zuständigen Organe in Industrie, Landwirtschaft und Verkehr sowie die Sicherstellung der Tätigkeit der Banken und Geldinstitute. Die tschechoslowakische Regierung lehnt es ab, Finanzmittel und Vorräte für die Besatzungsarmeen freizugeben. Die Vorräte sind vor allem für die Versorgung der tschechoslowakischen Bevölkerung bestimmt. Die Benutzung dieser Reserven durch die Besatzungsarmee ohne Vorlegung gültiger vom Nationalausschuss bestätigter Quittanzen wird als Gewalttat gewertet, gegen die sich die Bevölkerung stellen kann. Dieser Regierungsbeschluss wurde dem Parlament unterbreitet. Letzten Meldungen zufolge tagt das tschechoslowakische Parlament unter Teilnahme von 168 Abgeordneten und einigen Mitgliedern des tschechischen Nationalrates. Die von dieser Tagung zur sowjetischen Landtags- und Delegation wurde bisher nicht vorgelassen.
Alle Abgeordneten vertreten weiterhin einmütig den Standpunkt, dass die Okkupation der Tschechoslowakei rechtswidrig ist und für einen rechtmäßigen Abzug der Besatzungstruppen. Wie wir aus ausländischen Quellen erfahren, flog heute der tschechoslowakische Außenminister Dr. Jiří Hájek aus Belgrad zu Tagen der Vereinten Nationen nach New York. Heute früh wurden weitere Redaktionen der tschechoslowakischen Presse von den Besatzungsmächten besetzt. Trotzdem gelang es, einigen Prager Tagesblättern zu erscheinen. So erschienen zum Beispiel Sonderausgaben des mittelböhmischen Kreisorganes Svoboda, der Gewerkschaftszeitung Práce und schließlich auch des Zentralorganes der Kommunistischen Partei Rudé Právo. In letzterem wird die Bevölkerung zu noch größerer Vorsicht aufgefordert, denn die Besatzungseinheiten, wie es in der Zeitung heißt, zeigen von Stunde zu Stunde wachsende Nervosität. Die Soldaten halten Passanten an und kontrollieren deren persönliches Gepäck und Handtaschen. Der Generalstab der tschechoslowakischen Armee kritisierte die Sowjetunion wegen Verletzung aller Normen des Völkerrechts. Der tschechoslowakische Generalstab fordert nachdrücklich den Abzug der fremden Truppen und die Freigabe der internierten tschechoslowakischen Politiker, damit sie ihre verfassungsmäßigen Funktionen wieder ausüben können. Die Angehörigen des Generalstabes sprechen der Leitung unseres Staates mit General Svoboda und Alexander Dubček an der Spitze ihre volle Unterstützung aus. Dies scheint für die Besatzungstruppen unerwartet gekommen zu sein, denn wie wir erfahren haben, wurden allen Mitgliedern des Generalstabs ihre verfeuerte Waffe abgenommen und das Gebäude des Generalstabs von Besatzungstruppen besetzt. Inzwischen erhielten wir eine Meldung von Augenzeugen, dass Prag von Raketenwerfern umzingelt sei. Ferner erfuhren wir, dass die sowjetischen Truppen das Ministerium für Maschinenbau besetzt haben und ebenso die tschechoslowakische Staatsbank. Der tschechoslowakische Botschafter in Paris, Dr. Wilhelm, ist nach Paris zurückgekehrt. Das gesamte Botschaftspersonal erklärte seine Solidarität mit der Politik Dubček. Im Laufe des Vormittags hat sich die Lage vor dem Funkhaus mehrmals verändert. Der Straßenabschnitt vor dem Gebäude wird nun von 9 oder 10 schweren, meist Amphibienfahrzeugen mit schweren Maschinengewehren bewacht. Die Menschen, die ununterbrochen zum Prager Funkhaus streben, werden in den angrenzenden Straßen zurückgehalten. Den russischen Soldaten merkt man schon Müdigkeit und Nervosität an. Niemand jedoch provoziert sie. Trotzdem haben die Soldaten keine Ruhe von den Bürgern und vor allem von der Jugend. Man diskutiert mit ihnen und versucht ihnen die Sinnlosigkeit und Rechtswidrigkeit der Besetzung der Tschechoslowakei zu erklären. Die Soldaten zucken meist mit der Schulter und meinen, sie müssten Befehlen gehorchen und hoffen, bald wieder wegzugehen. Meistens argumentieren sie, sie seien informiert worden, dass das militärische Einschreiten von der tschechoslowakischen Regierung verlangt worden wäre und dass sie erwarteten, hier mit westdeutschen Revanchisten kämpfen zu müssen. Einer der Offiziere erklärte unserem Korrespondenten Jan Petranek vor dem Funkhaus, man verlange doch nicht die Viktor Novotny und man habe ihn von höheren militärischen Stellen versichert, in der Tschechoslowakei werde ein Parteitag der kommunistischen Partei stattfinden, die das Volk weiterführen wird. Allerdings, wie er sagte, richtig. Darunter versteht man offenbar die Ausmerzung der sogenannten Konterrevolution, Aufhebung der Pressefreiheit und die Unterbindung von Wirtschaftsreformen, die angeblich zum Kapitalismus führen. Und hier noch einige Kurznachrichten, die gerade eingetroffen sind. Aus den größten Betrieben der Tschechoslowakei laufen dauernd Resolutionen ein, die sich vollauf hinter Alexander Dubček, Präsident Svoboda, die Regierung Černík und das Parlament mit seinem Vorsitzenden Josef Smrkovský stellen.
In allen Resolutionen wird die Besetzung eindeutig abgelehnt und der Abzug der Truppen gefordert. In vielen Fällen geben die Einheiten der Betriebsmiliz bekannt, dass sie nicht mit den Besatzungstruppen zusammenarbeiten wollen und ihre Waffen nicht ausliefern werden. Nach einer Fernschreibemeldung aus der ostslowakischen Stadt Košice geht hervor, dass in dieser Stadt das Standrecht verhängt wurde. Weiteren Meldungen zufolge traten heute die Arbeiter in einigen mittelböhmischen Städten in einen einstimmigen Proteststreik. Kurze Proteststreiks fanden auch in übrigen Städten, auch in Prag und anderswo statt.